siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Und damit herzlich willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed. Wir gehen jetzt mal so eine Quest und schauen mal, was los ist. Nach zwei Folgen Rumgeballer und Rumgesträumer hier in Boston. Schauen wir mal, was die Quest denn jetzt uns so tut. Wer bist du? Ist das Adwell? Ist ja nicht Adwell, oder? Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm! Ich habe die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Wir haben unseren Mann. Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. Edward, du machst hier keine Freunde. Wir sind so weit im Spiel vorangekommen und wir machen uns einfach keine Freunde mit unseren Aktionen. Mist, daneben. Komm schon, töte ihn. Okay. Der ist weg. Ne, immer noch nicht. Einer von beiden muss jetzt mal sterben langsam. So, okay, gut. Haben wir die zumindest schon mal ausgelöscht. Sorge ich dafür, dass hier keiner mehr klingeln kann. So. Pau nochmal. Keine neuen Leute. So. Horny Gold und Rogers. Ach, Horny Gold ist auch dabei, oder was? Schlafpfeile keine mehr, Berserkerpfeile auch keine mehr. Wir gehen mal ins Menü und gucken, ob wir welche machen können. Herstellung, Berserkerpfeile nehme ich mal am liebsten. Im Besitz 0, benötigt 2. Im Besitz, okay, gut, bestätigen. Wie habe ich jetzt gemacht? Schlafpfeile. Schlafpfeil 2. Okay. Das heißt, ich habe jetzt einen Pfeil, oder wie? Traf ich nicht. Okay, gut. Einer von euch zufällig hier, der, den ich suche? Ne, aber eine ganze Menge Wachen um mich herum. Auch noch einer. Boah, das geht ja gar nicht. Komm her. So, okay, den Hammer. Der hört uns nicht. Wir müssen
irgendwie da hinten rum, um den zu erledigen. Ja, ja, stech mir der Gabel in den Heuraum, während ich drin sitze. Das passt schon. Okay, wenn der jetzt hier vorne ist, müssen wir versuchen, hinter den lang zu kommen. Na los, komm nach vorne. Oder wir machen es so, es geht natürlich auch. Hui. Okay, auch hier niemand. Ich komm mal hier rüber. Sind bestimmt da oben. Dann warte ich, bis der Typ weggeht und dann gehen wir mal nach hoch. Da kommt auch einer. Oh, wie viele, Alter, wie viele Leute sind denn hier? Okay. Muss ich warten, bis die alle weggehen. Komm schon, verschwinde. Ja, es ist das. Das Leben ist wie ein stinkender Kuhtang. Mist. Get the intruder. Was? Hä? Okay, V. Da hinten sind sie. Oh, Moment. Falsche Taste. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Nein. Zwei Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt. Fuck. Nein, ich hätte es beinahe geschafft. Ihr kommt her, oder Charles Hornigold, warum nicht? Okay, gut, das machen wir nochmal. Da war ich zu übereilig. Hat keiner gesehen, nein. Der Typ, der im Busch verschwunden ist, der ist gar nicht da gewesen. Na los, kommt. Ich könnte die beiden so schönes umbringen einfach. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Nein. Zwei Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, was hat es mit den Blutstropfen auf sich? Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit... Damit... Chromiane töten, Alarmglocken. Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Oh, das war klar. Wie ich auch, Captain Hornigold. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, schätze ich. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Nice, Sir. Schätze, es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, Gouverneur, was brachte euch die Nachfolge? Ich glaube, es war mein Charisma, das ihn überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl. Das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren oder aber der Tod durch den Strang. Genau, ja, ich bewege mich hier schon. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Tübi? Okay, du auf da lang.
Ah, ich bin nicht mehr im Templergebiet, im Dingsgebiet. Das gefällt mir. Okay, jetzt kann ich wenigstens wieder frei herumklettern. Muss man auf die Wachen aufpassen. Na, hallo? Ich hab mich aufgehangen. Hallo? So, Moment. Da bin ich. Hallöchen. Na, ihr Süßen? Ich finde dieses Verfolgen total sinnlos. Ich könnte sie gleich umbringen. Moment. Laufen Sie da lang? Na, hallo. So. Wie lange laufen die denn noch? Ah, dahinter, alles da. Verfolgen. Oh, wow. Na? Mach ich jetzt am besten hin, am besten hier rein. Okay. Mich verfolgt doch keiner mehr von denen? Doch, tun noch zwei. Aber die gehen darum. Kommen wir jetzt hierher? Nee. So, ich muss warten, bis der letzte hinter mir weg ist. Komm schon, verpiss dich. So, ins nächste Gebüsch rein. Immer schon auf der Hut sein, dass sie nicht, umdrehen. Natürlich gehen sie in ein Vor rein. Okay, das wird kompliziert jetzt, ne? Großmeister, willkommen. Guten Abend. Was habt ihr erfahren? Die Princess wurde vor 6 Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Sehr gut. Belauschen, okay. Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzess wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Bei Gott, wem wird es in dieser Route nicht gelingen? Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsehen. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Captain, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Komm schon, verpisst euch! Ah, schnell hinterher! Nein, das gibt's nicht! Oh, das gibt's echt nicht! Ja, sorry, da konnte ich nichts machen. Die standen genau vor mir, das hätte ich nie geschafft. Ich hasse sowas. Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzessin wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Ganz ruhig, ihr Lieben. Ich habe niemanden umgebracht. Nein, das sieht nur so aus. Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Bei Gott. Wind ist in dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist. Der Körper wird folgen. Dann. Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist. Und der Körper wird folgen. Oh, 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 oh.
Ganz ruhig. Ja, ich bin schon dabei. Hilfe! Oh, ich bin wieder im Belauschungsradius. Was? Belauschung fehlgeschlagen? Ja gut, so viel Aufmerksamkeit erregt, das stimmt vollkommen. Ach, ich mag Belauschung überhaupt nicht. Oh, der ganze Mist dabei. Okay, meine lieben Freunde, die Belauschung geht in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, wir schaffen es in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.